Frage zu. Ich würde sie finden. Ja, würdest du bestimmt. Zeig dich! Wenn ich dich finde! Dich krieg ich! Ich muss jetzt irgendwie. Gehen wir mal hier durch. Ach, guck mal. Hey, ich bin kein Schwein. Nenn mich nicht Schweinchen. Das darf nur meine Mama zu mir sagen. Okay, Handyman, Ersatzteillager. Das ist ja alles hier nicht so. Weg. Das war knapp. Ah, hier ist so ein komischer Kastenkopf. Nee, findet sie nicht. So. Hier haben wir noch ein bisschen Geld. Dann nehmen wir mal alles mit. Was haben wir hier noch? Okay. Ein Betäubungsfall. Das ist sehr gut. Okay, irgendwelche Sachen. Irgendwelche Tote. Aber hier wollte ich doch überhaupt nicht hin. Ich wollte nur die Locke holen. Echt? Das ist ja super. Ah, Munition. Munition ist gut. Zwei Schuss. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Aber das bringt uns alles nicht weiter. Wenn wir nicht. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Könnte sein, dass er jetzt zurückkommt. Wehe, wenn ich dich in die Finger kriege. Er wird kreischen. Er wird kreischen. Da haben wir irgendwas um Munition. Oh, oh. Lauf. Elli, lauf. Ich zweifle das. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Nö, stimmt. Aber muss ich auch nicht. Ich bring dich zur Strecke. Mach du mal. Gehen wir erstmal wieder zurück hier. Alter, gut hätte dir.
habe keine Munition mehr. Ganz schlecht. Gib den Kopf niemals auf! Zeig dich! Ich keine Kapitulation! Oh oh. Ich werde sie finden. Mach du mal. Huhuhuhuhuhu. Gut, dann gehen wir mal hier nach oben. Sind wir hier richtig? Nein. Sind wir nicht. Ich gehe ja trotzdem nach oben. Genau, weil es nämlich so einfach ist. Es ist so einfach. Lass keinen leben! Wenn ich dich finde. Was dann? Na komm. Komm. Was? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Nee, ich weiß. Aber ewig muss ich mich auch nicht verstecken. Glaub nicht, dass du dich von mir verstecken kannst. Ja, nu, bewegt euch mal hier. Ich bin kein Detektiv. Soll jemand anders hier aufspüren? Genau. Puh, das war knapp. Comstock sagt, dass alles in Ordnung ist. Aber mir ist die Lage in Finkton nicht geheuer. Ganz und gar nicht. Wenn diese streitsüchtige Negerin für Probleme sorgt, habe ich für den Fall einer Zwangsevakuierung ein paar Dinge bereitgelegt. Sie sind in meiner Kammer der Panik, unweit vom Sockel meiner Statue. Der Code lautet 8371. Moment. 8371. 8371. Okay, der kommt ja wieder hoch. Zeig dich! Oh, gute Nacht. Kleines Schweinchen. 8173. Die Haarprobe im Heuer. Der zeige ich dir. Ich komme! Da schleicht doch jemand rum! Echt? Acht, eins, sieben, drei. Ich jage meinen eigenen Schatten. Komm zurück! Boah, sind das viele? Woanders. Ja, besser ist das. Oh, kommst du jetzt hier hoch? Wo kommst du hier hoch? Ja! Gib mir meinen Pfeil wieder. Wie soll ich denn da runterkommen, ungemerkt? Es ist so einfach. Fester! Es ist so einfach. Wer ist er? So, da war ich auch noch nicht drin. Ich bring dich zur Strecke. Naja, mach du mal. Naja, gut. Der ist da oben. Ich bin kein Wer ist da? Soll jemand anders hier aufspüren? Wo ist denn der olle Pfeil? Ich hab genug von der Sucherei. Wo willst du denn hin? Zu der Tür!
kleines Schweinchen. Ja, bitte, was denn? Es sind definitiv zu viele. Kein Entkommen, du Schwein! Sollen die anderen sich darum kümmern? Na komm. Du kannst dich nicht ewig verstecken, meine Liebe. Ich bin nicht deine Liebe. Wahrscheinlich verstecken sich hier noch ein paar. Oh, darf ich sie mitnehmen? Ich finde das Schweinchen. Wehe, wenn ich dich in die Finger kriege. Oh oh. Was macht die? Oh. Tötet sie! Wo ist sie hin? Weit weg, hoffe ich. Sie finden. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ja! Keine Kapitulation! Ich schneide dich in Stücke! Tötet eure Unterdrücker! Daisy hat sich geopfert. Mich dazu gebracht, sie zu töten. Was sollte das? Was wollte sie aus mir machen? Ja, Mission erfüllt. Ich bin keine Märtyrerin. Wie hast du das geschafft, Booker? Wie hast du... Elizabeth, ich bin nicht Booker. Ich aber auch nicht. Richtig, wir sind beide nicht Booker. Gib mir! Hm. Oh, haben wir hier irgendwie... Das bringt mir auch nichts, wenn wir jetzt hier sind, oder? Ach je, 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 oh je, oh je. Ja, aber auch nichts an Zeugs. Oh oh. Was haben wir denn davon, wenn wir jetzt hier sind? Ich verstehe. Okay. Mir scheint, Fink und Su Chong haben sich über ihre Forschungen ausgetauscht. Wie die Lotes-Geschwister. Realitätsübergreifende Zusammenarbeit. Jo. Das sieht fast so aus. Okay. Was haben wir denn hier für ein Filmchen? Big Daddy. Das ergibt alles Sinn. Die Little Sisters und die Big Daddies. Songbird und ich. Konstanten und Variablen. Konstanten und Variablen. Ganz genau, Booker. Eingebildeter Booker. Ich nenne dich nur der Bildi. Hier gibt es aber auch nichts an Munition mehr. Das ist echt furchtbar. Sagte ich und kriegte Munition. Sehr gut. Naja, viel ist anders. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier irgendwann alles aufgeht und wir dann hier nur noch schnell weg müssen. Oh. Was ist das? Ein Affe? Was soll das alles? Prägung. Das ist eine Ersatzmutter. Trennt man ein Gorilla-Junges von der Mutter, prägt es sich auf fast alles. Sogar darauf.
Was hat Fink daran interessiert? Songbird. Er wollte ihn auf mich prägen. Ich erinnere mich nur zu gut, dass ihm das auch gelungen ist. Und die Big Daddies auf die Little Sister. Oje, oje. Immer diese Experimente an Tieren und... furchtbar. Okay, wir haben noch einen Pfeil. Was ist das? Narkose? Was soll das? Keine Ahnung. Oh, könnte Narkose bedeuten. Oje, oje. Nehmen wir mal hier mit. Nimm direkt einen Schluck. Was ist das hier? Was ist das? Eine Skelettformel für Oxytocin. Ein Hormon. Es sorgt für die Bindung zwischen Mutter und Kind, Mann und Frau und... Songbirds und kleinen Mädchen. Offenbar nicht. Fink hat diese These verworfen. Naja, er hat ja neue Ansätze bekommen. Oh Gott. Arme Kreaturen. Fink bekam ihre Prägung nicht hin und überließ sie ihrem Schicksal. Arme Hunde, ey. Status fehl. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Oh, ich hasse das. Besonders wenn es um Hunde geht, ey. Ach, wenn es überhaupt um Tiere geht. Sollen sie es an ihren eigenen Kindern testen? Ganz ehrlich. Prägung gescheitert. Das kann nicht sein. Sie haben doch eine Verbindung zwischen Songbird und mir aufgebaut. Wie? Ich war so jung. In meiner Erinnerung war er schon immer da. Songbird. Okay. Vielleicht ist das eine... Alter. Das muss ein Prototyp sein oder so. Ja. Ist der menschlich? Ist das wichtig? Eine nette Alternative, wo das nicht klappt. Okay. Armes Ding. Auch wenn du eine Maschine bist. Na gut. Nicht weiter rein. Und ganz ehrlich, wenn ich alleine wäre, boah, ich würde es hier gruselig finden. Nicht, dass ich jetzt hier mit 15 Mann stehen würde, aber... Sie haben es auch mit Hypnose versucht. Beim Songbird? Wie lief das? So, wie es zu erwarten war. Ja, gar nicht.